Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön. Wow, nicht. Ey, wohin mit euch? Meine Kopfhörer hauen rein, ne? Die hauen echt einfach rein. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Video, liebe Freunde. Heute bin ich sehr gut gelaunt. Ich hoffe natürlich, ihr da draußen auch. Denn heute reagieren wir auf die Elevator Boys. Haben wir auch noch nie gemacht, glaube ich. Die haben nämlich einen YouTube-Kanal. Und dort beantworten sie Q&A-Fragen, wo es unter anderem darum geht, ob sie sich in naher Zukunft trennen sollen oder nicht. Ob sie sich trennen werden, ne? Ihr kennt das. Jede große Boy-Group hat sich irgendwann getrennt. Wie heißen die nochmal? One Direction, Jonas Brothers, Randall Raisio, Resident Basino. Alle haben sich getrennt. Deshalb lehnt euch erstmal zurück, macht euch gemütlich, holt euch leckere Snacks und was Leckeres zu trinken, liebe Freunde. Denn wir gehen rein in dieses Video und wir werden es genießen. Auf lecker flockige Reaction. Auf geht's. Was ist das denn? Ach, das sind alle. Alle fünf. Ach so. Willkommen zu einem neuen Video. Heute mit einem Q&A für euch. Wir geben euch mal ein Update aus unserem Leben, was gerade so abgeht. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit dem Barrenhagel. Was passiert hier eigentlich gerade? Was geht ab? Okay. Was ist aus dem Fahrschulbuben geworden? Die sind zum Fahrschulbanausen geworden. Haben die Elevator Boys Abitur? Ja. Alle. Früh aufstehen oder spät ins Bett gehen? Spät ins Bett gehen. Ja, ich würde gerne früh aufstehen. Was sind das solche Fragen? Ich habe gerade schon kurz überlegt, Abbruch, SOS. Weil solche Fragen, diese früh schlafen, Burger oder Pommes, Pizza oder Schokolade, bunt oder schwarz-weiß, Apple oder Android. Digga, wohin mit diesen Videos? Ich check's nicht. Wer guckt sich denn sowas freiwillig an auf YouTube? Das verstehe ich halt nicht. Das verstehe ich überhaupt nicht. Geht mal direkt in diese Diepen, so mäßig. Aber ich gehe immer spät ins Bett. Ja, same. Freundin oder Single? Single. Nee, Freundin. Freundin. Single. Beziehung kann sehr schön sein. Ah, krass. Er der Beziehungstyp. Ich hätte auch mal langsam Lust auf eine Freundin. Bewerbt euch jetzt bei der 0185-4646. Dauerwelle oder Blondierung? Blondierung. Beide. Lockenschaum oder Haarspray? Haarspray. Lockenschaum, boy. Sneaker oder krass, das sind echt nur solche Fragen, ne? Oh Mann, sollen wir jetzt echt das Video abbrechen? Jetzt schon. Bevor wir das Video abbrechen, liebe Freunde, habt ihr schon meinen neuen Song gehört? Ich hab schon seit Tagen nicht geschlafen. Die Vögel werden wach und es wird hell. Wann hat meine Ruhe mich verlassen? Heute dreht sich alles nur ums Geld. Spaß beiseite, liebe Freunde. Falls euch der Ausschnitt gerade gefallen hat und ihr den Song wirklich noch nicht gehört habt, checkt bitte unbedingt den Link in der Beschreibung oder geht auf Spotify, gebt einen Sado Stressed Out. Er ist jetzt released und jeder einzelne Stream, jeder einzelne Support ist sehr, sehr wertvoll dafür, dass ich weiter Musik mit euch machen kann und dass wir vielleicht sogar in naher Zukunft irgendwann mal Konzerte spielen oder auf Tour gehen. Das wäre richtig cool. Und falls ihr mich da unterstützen wollt, dann macht das gerne, indem ihr die Musik in eure Playlisten packt, auf Dauerschleife hört und so weiter und so fort. Kuss. Sneaker. Safe. Boots. Blond oder brünett? Schöner Charakter. Oh. Rothaarig. Brünett. Ja. Rot. Brünett. Blatt. Brünett. Nice. Sind die Elevator Boys Millionäre? Mittlerweile Multimillionäre. Wir haben jetzt ja ein paar Millionen Follower auf TikTok, aber das heißt noch ganz lange nicht, dass wir Millionäre sind. Mittlerweile können wir davon leben. TikTok? Bescheiden. Sehr bescheiden geantwortet. Ich glaube, den Jungs geht's echt sehr gut. Ich meine sogar, die haben doch auch schon Hosts gemacht. Also Hosts, die waren schon Die waren schon Hosts für TV-Sendungen und so, ne? Also die haben mäßig Sachen moderiert und so. Und wenn du so, sagen wir mal, sehr, sehr präsente Reichweite hast, sehr, 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 sehr großen Stellenwert, dann zahlen so Marken und so Markendeals sind dann schon in so sechsstelligen Bereichen. Also das auf jeden Fall. Ihr müsst halt bedenken, die müssen das immer durch 5 teilen, ne? Das kommt halt noch dazu. Also wenn die einen Millionen-Deal kriegen, dann kriegt halt jeder 200.000 statt einer die Millionen, so. Oder Instagram. Instagram oder YouTube? Instagram. Social Media oder Musik? Boah. Musik. Das eine bedingt das andere, finde ich. Ja, und wir kommen so stark aus dem Social Media. Aber was jetzt gerade Spaß macht? Was macht dir gerade mehr Spaß? Ja, Musik. Schon. Warte mal kurz, machen die Musik? Kommt Musik von denen? Bin ich doof? Muss ich gerade niesen? Warte, muss ich niesen? Muss ich wirklich?
kalt, wenn ihr niesen müsst, dann kommen einfach nur Tränen und ihr geht und dann passiert gar nichts mehr. Ja. Boah, ich muss einmal kurz meine Nase putzen, duschen gehen, mein Leben reinigen. Machen die jetzt Musik, war die Frage. Da bin ich richtig gespannt drauf, wenn das kommen sollte, weil das fünf hübsche Boys sich zufällig treffen, sich cool verstehen und dann so einen TikTok-Kanal zusammen machen, okay. Aber dass fünf hübsche Boys sich gut verstehen, einen TikTok-Kanal zusammen machen und alle fünf auch noch hübsch singen können oder gut singen oder Verständnis für Musik haben. Ich meine, jeder dritte Mensch hat kein Taktgefühl. Jeder dritte Mensch kann nicht so klatschen. Die klatschen dann so. Ist wirklich so. Ist euch das schon mal aufgefallen, wenn ihr so in der Menge steht und so ganz normal alle klatschen im Takt und einer ist so am Durchdrehen? Oder Justin Bieber? 100% Justin Bieber. Ich sag schon, Mendes. Jetzt lass mal Jakob seine Story erzählen. Also Jakob. Was passiert jetzt? Was war die Story? Also, auf jeden Fall würde ich sagen... One hour later. Willst du denn Sorry? Ja, will ich ja. Also Alter. Sorry. Okay. Jetzt, ich schwöre auf alles jetzt. Okay, also, schon ja, alles. So. Ich schmeiß dich hier gleich von der Couch runter. 2 hours later. Okay. Ja. Dann sind wir also fertig. Was für ein Schlaganfall. Also, Shawn Mendes, wir haben ja in Berlin getroffen. Ich hatte das Glück, neben ihm zu sitzen. Sehr, 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 sehr cooler Typ. Erst hat so angefangen, wie man sich auf so Wetten unterhält. Ja, und wie geht's? Ein tolles Outfit, bla bla bla. Aber dann ging es relativ schnell dahin, dass er auch so gefragt hat, ah ja, cool, was macht ihr so? Und er hatte damals auch mit Social Media angefangen. Hat er gemeint, ja, wie kommt ihr so generell mit dem ganzen Druck zurecht? Habt ihr noch Kontakt zu eurer Familie? Hat gemeint, dass das ihm voll geholfen hat. Es wurde dann voll schnell, voll persönlich. Hat so versucht, uns so ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben, was eigentlich voll süß ist. Und hat gemeint, ja, seitdem er wieder zurück zu seiner Familie gefunden hat, geht's ihm mental auch besser. Bleibt auf jeden Fall bei euren Familien. Das stärkt euch für alles, was kommt. Kai Pflaume oder Glashäufer Umlauf? Boah, das ist gemein. Hä, das ist sehr, sehr fair. Sehr, sehr faire Frage. Auf jeden Fall Klaas. Auf jeden Fall. Leider. Kai Pflaume kommt halt leider langsam ins Alter. Ne? Seine Time to Shine ist leider vorbei. Darauf sage ich nichts weiter. Die sind beide so charmeure. Klaas ist halt unfassbar lustig und Kai ist halt einfach eine Legende. Wir haben halt Kai nochmal eins der persönlicher kennenlernen dürfen in L.A. Hat uns wieder mal einen Tag besucht. Daher kennen wir ihn noch besser als Klaas. Arm hoch für Kai, Arm runter für Klaas. Ja, was ist das denn? Ich will das nicht entscheiden. Ja, das ist auch nicht. Gewonnen hat Kai Pflaume oder Heidi Klum. Oh, Digga, nein. Ja, aber wenn wir jetzt danach gehen, wenn wir besser kennen, dann müssen wir eigentlich auch wieder Heidi sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, nee. Wer hat gewonnen? Wir skippen. Heidi Klum oder Jojo? Oh. Heidi. Wer ist Jojo? Kai Pflaume. Wir lieben unseren Johannes. Was ist das schlimmste Kompliment, was ihr jemals gemacht bekommen habt? Also ich habe jetzt gerade nichts Genaues mehr von irgendjemandem im Kopf, aber es wird irgendwas gewesen sein in die Richtung wie, ja, keine Ahnung, du bist ja gar nicht so scheiße, wie ich dachte von deinem Social Media her. Ja, das ist der krasseste Kompliment, was man kriegen kann. Ah, ich dachte, du bist voll abgehoben. Ich dachte, du bist voll der... voll der... Wichser. Okay. Ja, da kriegen wir wirklich zu viele Komplimente, um das jetzt beurteilen zu können. In den letzten Tagen gab es eine Schlagzeile, die kursiert ist. Gehen die Elevator Boys bald getrennte Wege? Entschuldigung. Welchen Weg schreitet ihr so an, Jungs? Ich bin anderen Weg ein. Um die Frage zu beantworten, nein, natürlich nicht. Wir bleiben. Ach so, das ist der Grund, warum ich das Video geguckt habe. Und es ist halt, es wurde sehr schnell so direkt so nein gesagt. Ich dachte, jetzt kommt so ein langer, deeper Talk und das Video wird jetzt voll ernst und so. Aber nein, anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Wir verstehen, wir wohnen ja auch seit 2 Jahren zusammen. Natürlich gehört es da auch mit dazu, dass wir uns mal fetzen. Das Einzige, was da dran ist, ist, dass wir auch mal unsere eigenen Ziele verfolgen und dann zwischendurch auch jedermann sein eigenes Projekt macht. Aber natürlich gehen wir keine getrennten Wege, wir bleiben als Gruppe genauso weiterhin bestehen. Was Menschen generell oder was Medien manchmal vergessen, wir sind halt alle Individuen immer noch und wir sind nicht nur die Gruppe, wir sind nicht nur die Elevator Boys, sondern wir sind auch Jakob. Das stelle ich mir auch schwierig vor, wenn du als Gruppe bekannt wirst, irgendwie dich selber so ein bisschen verwirklichen zu können, ne? Vielleicht machen die auch nicht alle Musik, sondern jeder irgendwie einzeln. Das wäre auch krass. Das wäre auch krass. Aber dann haben die untereinander vielleicht so ein bisschen dieses, wie heißt das, dieses Feeling von Konkurrenz. Wenn dem einen seinen Song, der kriegt voll die Streams, dem anderen seiner nicht. Und falls ihr vergessen habt, meinen Song zu streamen,
Ich weiß, ich mache extra, liebe Freunde, diese nervige Werbung, aber ich meine es irgendwo echt ein bisschen ernst, dass es mich sehr freuen würde. Wenn ihr den immer noch nicht in eure Spotify-Playlist gepackt habt, keine Ahnung, sollen wir kurz Dings drüber reden? Sonst alles gut bei dir. Keine Ahnung, kann ich dir sonst irgendwas Gutes tun, dass du deinen Song auch in deine Playlist packst und wirklich regelmäßig hörst? Das wäre schon cool. Tim, Louis und wie heißt du nochmal? Ja. Deswegen haben wir natürlich auch eigene Interessen, eigene Ziele und irgendwo auch unsere eigenen Wege. Aber wir wohnen zusammen und wir haben eigene Projekte zusammen. Tim mit seinem Startup, Jakob mit seinen Fashion-Shows, die hier mit Twitch und ich mit auch meinen Projekten. Wir bleiben für immer Brüder und lieben uns, sind zusammen in einer Fünferbeziehung. Ja! Was ist euch von den letzten Wochen und Monaten besonders im Gedächtnis geblieben? Kapstadt war krass, Mallorca war krass. Habe auch Matsumis übrigens getroffen, stimmt, richtig cooler Typ. Wir waren in London, haben Justin Bieber und Hailey Bieber direkt an uns vorbeilaufen sehen. Oh, stimmt. Das war auch ein krasser Moment. Genau an dem Tag haben übrigens Julian und ich uns in diesen VVIP-Bereich geschlichen. Dieses very, very important person haben wir uns da irgendwie reingeschlichen. Dann standen wir auf einmal irgendwie so in dieser Situation zwischen Leonardo DiCaprio und Justin Bieber da zu feiern. Und wir sind ja dann rausgegangen und Hailey und Justin waren genau hinter uns. Und dann kamen die ganzen Paparazzi und wir dachten so, wir wären fotografiert. Und so. Da waren auch die ganzen Fashion Weeks in Mailand. Das ist krass, was die alles erleben, ne? Das ist sehr, sehr, sehr krass. Muss ich aber kurz sagen, beneide ich irgendwie nicht so sehr. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es liegt aber bisschen schon daran, dass mich das null anturnt, bekannte Leute zu treffen. Das ist jetzt ganz komisch, das so zu sagen. Das klingt komisch, weil jeder freut sich. Klar würde ich mich auch freuen, Justin Bieber irgendwie zu sehen. Aber ich würde es gar nicht fühlen. Ich würde es nur fühlen, wenn ich weiß, er hat auch Bock, mich zu sehen. Also er nimmt sich die Zeit. Das ist so immer so ein bisschen das Ding. Weil es ist irgendwie cringe, wenn das einseitig ist. Und neulich sind Aaron und ich zum Beispiel an Teddy Techlebran vorbeigelaufen. Ihr kennt den alle, dieser was laberst du Typ. Den kennt ihr von damals Minimum. Eigentlich kennt man den immer noch. Sehr, sehr präsenter und sehr, sehr witziger Comedian. Hat Aaron und meine Kindheit sehr geprägt. Da fällt mir gerade ein, mein Bruder hat mir einen Gutschein geschenkt, dass ich mal mit ihm auf eine Show von ihm darf. Waren wir immer noch nicht. Digga, Dominik. Ich merke mir das. Ich schreibe dir gleich. Auf jeden Fall sind wir vorbeigelaufen und Aaron so, ey, ich muss den ansprechen, weil ich habe mir geschworen, wenn ich ihn sehe, dann mache ich's. Bei allen anderen mir egal, aber bei ihm schon. Und ich war so, nee, Digga, lass mal bitte, ist cringe und so. Der war da gerade so sein Bierchen am Trinken mit einem Kumpel am Reden. Ich so, bitte lass nicht machen. Aaron so, doch, doch, ich muss es jetzt machen. Dann ist Aaron hin, hat Max die Eier bewiesen. Ich hätte es nicht gemacht. Er hat gesagt, ey, ich will nicht lange stören, ich wollte nur kurz sagen, du hast voll meinen Dings, meine Kindheit geprägt und ich feiere dich übertrieben, mach bitte genauso weiter, lass dich nicht unterkriegen. So hat Aaron kurz einen Spruch gegeben und der ist aufgestanden und war so voll gechillt, hat so voll lieb Hallo gesagt, sein Kollege auch, hat dann auch irgendwie so ein paar Sprüche zu Aarons Jacke gemacht und so und dann sind wir wieder los und war gut. Das war aber so ein gegenseitiges, also wir haben gemerkt, wir nerven nicht und dann haben wir uns kurz unterhalten, er hat sich zurück unterhalten und so, das war cool. Aber ich habe gar nicht so irgendwie das Verlangen, diese Leute zu treffen, weil diese Leute, das, was ich erlebe, erleben diese Leute mal 500, mal 1000, mal eine Million, dieses Erkanntwerden, Gespräche führen, die man vielleicht gar nicht unbedingt so gerade führen will, in die man gezwungen wird oder was weiß ich, Interviews führen und dies und das und jenes. Und ich habe irgendwie gar nicht so dieses Verlangen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß, dass sehr, sehr viele Leute so nutzen oder auch als so mäßig Stempel nehmen würden, so ey, ich war mit Leonardo DiCaprio feiern oder dies, das, jenes. Das ist cool, die Aussage ist cool, aber eigentlich ist doch erst dann cool, wie er erzählt hat mit dem Shawn Mendes Beispiel, wenn du neben einem Shawn Mendes sitzt und der sich wirklich mit dir unterhält und sich für dein Leben interessiert. Dann ist es was anderes, weil dann lernst du die Person kennen und nicht die Berühmtheit der Person. Wisst ihr, was ich meine? So, und das ist für mich so ein bisschen ein Unterschied. Wart ihr bei Mailand? Ibrahimovic, hallo gesagt, mit der kleinen Hand. Stimmt, Ibrahimovic geprankt. Wir waren jetzt gerade mit Hugh Grant und Chris Pine im Elevator hier bei einer Movie-Premiere. Wir gucken jeden Tag einen Kalender und da steht immer was anderes Verrücktes. Die Sache, an die besonders ich gerade gedacht habe, habt ihr noch nicht gesagt. Germany's Next Topmodel. Ah, das kann man sagen. Wir sind natürlich alle geguckt und sind auch froh. Wir fanden, dass wir eigentlich irgendwie ganz normal so rüberkamen. War super. Wir sind jetzt natürlich nicht die allerbegnadetsten Tänzer da gewesen, aber das ist natürlich auch in Ordnung. Das wussten wir auch vorher. Es ging uns auch viel mehr um den Spaß und um das richtige Rüberbringen des Entertainment-Faktors. Dass man so ein bisschen beibringt, wie improvisiert man, wie reagiert man auf Situationen, auf die man vielleicht nicht so ganz eingestellt ist, weil wir das halt... Ich bin ehrlich, ich habe die Folge mit denen nicht gesehen, aber ich fühl's.
Ich fühle es komplett. Ich fühle es, dass sie da mitgemacht haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie richtig gut reingepasst haben in die Folge. Ich feiere es komplett. Real Talk, ich feiere es komplett. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geile Aktion. Liebe Freunde, das Video geht immer noch 7 Minuten und es werden nur diese Cookie- oder Chips-Fragen gestellt. So, wir konnten uns ein bisschen über Sachen unterhalten, aber trotzdem ist es ehrlich gesagt nicht so mein Vibe ich habe mir ein bisschen was anderes unter vorgestellt unter diese Q&A. So ein bisschen mehr dieses ehrliche, diepe Reingehen auf den. Nächstes Mal vielleicht, liebe Freunde. Morgen 14 Uhr kommt das nächste Video online. Aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht gemacht habt. Und ja, das war's für heute. Bis dahin. Ciao. Ich hab schon seit Tagen nicht geschlafen. Die Vögel werden wach und es wird hell. Wann hat meine Ruhe mich verlassen? Heute dreht sich alles nur ums Geld. Brauche keine Pause, ich mach Sachen. Immer unterwegs, immer zu schnell. Stress out, ich kann nicht mehr lachen. Spüre, wie die Eitelkeit zerfällt.